Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla, neue Aufnahmesession. Eigentlich wollte ich heute nicht aufnehmen, weil es ist Ostern, heute ist Karfreitag und naja, und dann dachte ich mir dann so, was macht man am besten zu Karfreitag? Genau, wir spielen verfluchte Heiden und klatschen Christen. Ja, so viel dazu. Ja, was soll man dazu sonst sagen? Müssen wir mal gucken. Entferne die Seekette. Gut. Da gucken wir gleich mal. Oder am besten jetzt da, wo wir hin müssen. Wo wir hinmischen. Welt. Jetzt muss ich gerade überlegen. Wird mich schon mal machen? Was war denn das hier gewesen? Ich weiß es nicht. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen da oben hin. Ich würde sagen, wenn hier irgendwo rüber war. Oh ja, wir hätten noch einen Raubzug, hätten wir auch noch. So, wo müssen wir lang? Dorlong. Ja, ich habe immer noch Bock auf dieses Spiel. Und... Ich weiß nicht. Ich kann einfach nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Beziehungsweise hatte ich ja jetzt aufgehört. Du bist ja nicht für eine. Ich glaube für eine Woche. Für knapp eine Woche habe ich aufgehört. Ich war jetzt 4 Tage wieder arbeiten gewesen. Wahnsinn, wa? 4 Tage. Ja. Und dann Kurzarbeit habe ich jetzt die nächsten 2 Wochen wieder frei. Jetzt erstmal das Osterwochenende. Sonnabend, Freitag, Sonnabend ist jetzt erstmal nichts angesagt, aber... Oh, warte mal. Nee, die machen ja... Nee, das waren ja die roten Pilze, ne? Naja, haben wir keine hier. Freitag, Sonnabend ist jetzt erstmal nichts angesagt, aber Sonntag, Montag bin ich dann bei meinen Ellis, wird wieder schön gegessen. Ich hoffe, mein Magen hält durch. Habe jetzt entschieden, meine Scheißtabletten abzusetzen. Die habe ich jetzt immer im 2-Tages-Rhythmus genommen, damit ich da mal runterkomme und naja, mal gucken. Inwiefern ich das jetzt aushalte, weil das Sodbrennen wird bleiben erstmal. Wenn man diese Pantoprazol absetzt, da kriegst du ja erstmal ordentlich gut zu tun mit dem Magen denn noch. Mal gucken. Ich habe heute so, ja, ohne Scheiß, ich war heute schon durch, bin schon heute im Wald gewesen. 2 Stunden umhergelaufen. Ein bisschen über 11 Kilometer war ich unterwegs. Mir brennen die Füße, Freunde. Mir brennen die Füße. Und ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Zum Mittag? Hey, was geht da vor sich? Hatte ich heute komplett vegan. Ich hatte Reis, dann Gemüse. Und dann noch so eine Gemüseschnitzel hatte ich mir geholt gehabt. Und ich muss sagen, die Dinger waren echt lecker. Echt lecker. Klar, es geht Fleisch. Ist richtig. Ich werde doch nicht auf Fleisch verzichten. Dafür liebe ich Fleisch zu sehr. Aber man guckt ja doch, wie man so ein bisschen hier was ändern kann, sag ich mal. Hey, warte mal. Ach so. Da hinten haben wir noch. Müssen wir mal gucken, dass wir die hier alle umnieten.
Welt sieht zuerst mal gar nicht so schlecht aus. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Na toll, Horst. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie über das Dach kommen. So einfach machen die das hier nicht. Natürlich. Da hinten ist der Schlüssel. Ich muss mich durchkämpfen und die Kette beseitigen, damit unsere Schiffe flussaufwärts kommen. Der Mechanismus sollte da drin sein. Jo. Kommt er? Na komm schon. Komm, Wupsi, Wupsi. Sei ein braves Soldatilein. Ja, fein. Du da, halt! Okay, wer hat den Schlüssel jetzt? Der Typ da, ne? Na, komm mal her hier. Gleich ist es vorbei. Komm zurück! Du wirst leiden. Oh, da ist ja noch einer. Na komm. Oh, das überlebst du nicht. Ob ich das überlebe, wirst du nicht mehr mitkriegen, mein Freund. So, wo ist jetzt hier der Schlüssel? Hier ist der Schlüssel. Ich muss auch sagen, das liegt doch ganz gut. Oh, mir juckt meine Augenbraue, die juckt mir. Ist einfach mal nichts, oder? Warum kann ich hier hoch? Was hat das für eine Bewandtnis? So richtig, ist das auch keiner, oder? Komm auf jeden Fall hier erstmal an. Die haben auch gleich ein Trüchen. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Und da haben wir den Kupfernickelbarren. So. Das hätten wir. Ich bin wieder sehr stolz auf meine Leistung. Das kann man anders nicht sagen. Wenn die Kette aus dem Weg ist, kommen Gedrick und die Schiffe durch. Gut, sammel dich mit deinen Verbündeten. Ha!
Gut. Alles klar, Herr Kommissar. Das lief super. Oder wir müssen da lang. Gut. Ich traue diesen komischen Abt da trotzdem nicht. Proviant ist. Ach, jetzt sind wir da. Das sind keine Pilze, Bruder. Das sind keine Pilze. Alter, hier sind Schlangen, Luchse und was nicht alles. Was ist denn hier los? Her! Alter, als ob. Dämliche Töle, Alter. Der greift einen Karnickel an und reißt uns vom Pferd. Ich will mal Pferd sagen, aber wir haben ja kein Pferd. Wir haben ja einen Wolf. Das Rüstungsset oder dieses Rüstungspaket von Hehl ist einfach mal mega geil. Das ist auch so ein bisschen nur Flammenbasis. Ich finde das richtig geil. Alles brennt und brennende Rüstung und brennende... Alles. Eivor, wir erwarten deine Befehle. Waffen und Rüstzeug habt ihr dabei? Ja, Rabenzähmerin. Gut, dann graben wir uns ein und warten auf unsere Freunde. Am besten nachts. Sei gegrüßt, alter Freund. Als ich die Gelegenheit bot, eine Axt in den Boden von West Saxe zu rammen, hast du an mich gedacht. Welch Ehre! Ist alles vorbereitet, Eivor? Sind wir bereit, Hofes Kester einzunehmen? Muss ich da noch was machen? Warte mal. Noch nicht. Ich brauche mehr Zeit für die Vorbereitung. Die Frage ist ja jetzt, müssen wir jetzt noch irgendwas machen? Nö, wir haben Greifer an und entführe Tettenmund. Ansonsten ist da jetzt nichts, ne? Können wir hier noch irgendwas aufrüsten? Nee, soweit ich sehe, nicht. Basim. Bist du bereit, Eivor? Deine Verbündeten stehen bereit. Wir erwarten deinen Befehl. Jo, geht los. Holen wir uns Hofeskester. Wäre noch schön, wenn meine Crew da auch mit bei ist, wa? Jetzt los, Alter! Ja. Schnitzeln! Christen! Zu Ostern! Entschuldigung an alle Christen da draußen. Ihr könnt doch... Jeder darf glauben an, was er will. Was soll ich denn jetzt machen? Bericht durch das Tor. Soll ich hier noch irgendwas machen? Ach hier. Pfeile! Deckung! Ihr werdet alle fallen! Was wird es brechen? Abschießen! Achtung, Pfeile! Freunde, ran da jetzt! In des Teufels Kochtopf mit ihnen! Deckung! So, wir warten noch kurz. Und los! Vorsicht! Deckung! Ja! Ich mag
halbe Schuss! In Deckung! Wir sind durch, Eivor! Gut gemacht, Eivor! Du bist so gut wie ich! Der Rambo kann die Flammen nicht durchqueren, Eivor! Dann werden wir sie löschen. Zusammen, lass keine Räume. Entdeckung! Pfeile! Das wirst du wissen. Mach deinen letzten. Er konnte dir nicht das Wasser reichen. Mach dich nützlich. Du bist tot. Die Hurensöhne mit Öl. Erwartet. Kippt es aus! Verbrennt sie! Genug jetzt! Ja. Das wirst du büßen! In des Teufels Kochtopf mit ihnen! Zeit ist um. Ich mag Heiden nur gut durch. Steh mir bei, Herr. Schlagen wir zu. Ist das jetzt schon sabotiert? Nee. Verteilen wir deine Gedanken! So, brauchen wir bloß hier. Feuer! Bei Nebukadnezars Klöten, das ist heiß! Ist das? Nein! Komm doch, du stinkender Bastard! Er ist voll die Köpfungsmaschine, Alter. In Deckung! Pfeile! Ich führe euch! Ich kümmere mich darum! Jetzt bezahlst du! Jesus, führe meine Hiebe! Du entkommst nicht, du räudiger Köter! Gemeinsam! Zur Hölle! Okay, ja. Scheiße! Geht dort herum! Ha! Alter, das ist aber ganz schön. Okay, ist kaputt, ne? Wir müssen eine Möglichkeit finden, die Zugbrücke herabzulassen. Ich kümmere mich darum. Deinem Schicksal entzu! Ich schlag dich zu Brei! Jetzt bin ich bereit! Beschuss! Der Scheißhaufen!
Und noch einer geht vor dir in die Knie, Eivor. Alter, wir stehen in Flammen! Leg los! Was will der denn mit dem Hammer da machen? Du gehst. Lang wird es nicht mehr dauern. Der Weg ist frei! Vorwärts! Ein weiteres Tor! Es kann uns nicht standhalten! Passt auf das brennende Öl auf! Reiß das Tor nieder! Vorsicht! Beine frei! Aufpass, Blut! Pudding aus jetzt. Dir! Halbe Schuss! Ich versuch mal hier oben lang zu gehen, wa? Hat sich in seinem Wehrturm verschanzt. Kämpft euch vor! Brecht ihr das Rückgrat! Stirb! Verbrennen wir den Heidenabschaum! Von den Seiten, strengt euch an! Jetzt! Es gibt nach! Fertig! Gieß es aus! Oh, der war rot. Wir lassen uns nicht beirren. Ich bring dich um. Ich verbrenn dich, Däne. Na, mach doch. Na komm schon. So, sind die Dinger hier kaputt? Die schon durch? Wir passen aufeinander auf! Nur weiter! Hinein! Hier unten ist die Feste abgeriegelt, Eivor. Dann müssen wir weiter oben nach einem Weg hineinsuchen. Ich lass dich komm, aus, Brüder! Beenden wir es! Glaub doch nicht, dass du so hinkommst! So, renn jetzt da! Das geht ganz schnell! So, sehr gut. Hin da oben oder was? Da ist der Wurm. Gott, verleih mir Stärke! Bring den Hund zu Fall! Zu langsam! Aber die rüber ab.
weiter. Das dauert nicht lang. Tschüssi. Der Herr gibt mir Stärke. So, weiter nach oben, oder was? Immer, Bruder. Bezahl für deine Sünden. Ein weiterer Sachse beißt ins Gras. Leg los! Ein guter Hieb, Evo. Naja, klar doch. Das hier für eine Scheiße. Eine frei! Schuss! Eher töte ich dich, als dass ich dir diese Feste überlasse! Ich mähe dich nieder, Dänin! Okay, der brennt runter. Jawohl, Alter. Feuer ist richtig geil. Feuer ist richtig geil. Dass das Spaß gemacht. Richtig Spaß gemacht. Ihr wagt es, diese Feste einzunehmen? Elfreds Heer wird die Zinnen mit euren Gedärmen schmücken. Wir sind nicht wegen Land und Steinen hier, Tan Tedmund. Ich scheiß auf euch und eure Märchengötter! Ich werde mich euch nicht beugen, wie ein Lord von euren Gnaden! Eher sterbe ich! Wie viel wird uns dein König zahlen, damit wir deinen wehleidigen Kopf auf deinem Hals belassen? Ein Heer marschiert von Süden her auf uns zu. Ein Gottesmann aus dem Priorat des heiligen Hadrian mit einer Fürth. Ah, also ab Kühnebert. Gepriesen sei Gott. Wenn es Reichtümer sind, die ihr wollt, die Kirche hat reichlich davon. Wenn er ein gutes Angebot macht, hast du deine Freiheit. Ein oder zwei Ton Silber für eine schmutzige Ratte aus der Kloake. Alles nur für diese Scharade. Sonst werde ich nicht verhindern können, dass meine Freundin dir die Kehle aufschlitzt. Ah! Nicht so grob, Heide! Pass auf, wie du mich anpackst! Eivor, wo bist du denn? Naja, ich komme ja schon. Du wirst sterben für all die Demütigungen, die ich durch dich erdulden musste! Das hat nichts mit dir zu tun, Tan. Für mich bist du nur ein fettes Lösegeld. Deswegen zerschmetterst du meine Tore und tötest meine Männer? Nur für etwas Silber? Du hast keine Ehre. Genug. Sonst gebe ich dich den Sachsen mit 10 Fingern weniger zurück. Da. Ihr dort, Heiden, lasst diesen guten Mann ziehen oder zahlt den eisernen Preis. Und was bietest du uns im Gegenzug an? Euer Leben. Viele Männer starben beim Sturm auf diese Feste. Ihr Tod soll nicht umsonst gewesen sein, Christus-Sklave. 20 Truhen Silber. Gib ihnen, was sie wollen, Kühnebert. Das ist eine große Forderung, die ein Loch in Gottes Kasse reißen wird. Ohne ein Unterpfand kann ich das kaum erlauben. Tedmund? Du willst mir Geld für mein Leben abpressen? Du warst rasch hier, Abt. Nicht lang, nachdem diese verkommenen Würmer meine Feste übernahmen. Im Auftrag des Herrn, Tedmund. Beim Gebet überkam ich eine schreckliche Vision. Ein Heidenheer, das dein Leben bedroht. Ein Zufall, den ich recht verdächtig finde, Abt. Hast du... Gott, hilf dir! Geht es dir gut? Luft! Ich brauche Luft! Er ist tot. Da war Gift im Spiel, kein Zweifel. Nein, 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 nein! Weck den Mann auf! Er kann nicht tot sein! Er darf nicht tot sein! Vergiftet? Wie kann der Mann in unseren Armen an Gift sterben? Viele große Könige und Umnachtete tragen in Kriegszeiten Gift bei sich, um der Gefangenschaft zu entgehen. Und dem Lösegeld. Eine Katastrophe!
Alfred wird einen anderen wählen und... Bei allen Heiligen! Wie soll ich das nur dem König erklären? Wir gingen den Weg bis zum Ende, Kühnebert. Dir mag nicht gefallen, wohin er führte. Doch schuldest du uns deinen Teil des Handels. Ihr sollt euren Paladin haben. Ich brauche einen Tag. Kommt morgen in meine Abtei und ich werde... Oh je, oh je! Diese Verzögerungen zehren mir an den Knochen. Wir sollten Kühnebert vergessen und Fulke selbst finden. Frieden, Eivor. Sprich mit Gedrick und entlasse ihn aus seinem Schwur. Wir sehen uns bei Kühneberts Abtei. Oh Gott, die Pfeile hier noch nehmen, wa? Ihr habt wie Bestien aus eurer Hölle gekämpft, Gedrick. Dein Schwur mir gegenüber ist erfüllt. Es war gut, Schulter an Schulter mit dir gegen die Schweinehunde aus Westsaxe zu stehen. Möge unsere Freundschaft andauern. Dieses Dornengeflecht der Christen und Herrscher bedeutet mir nichts. Ich bin wegen Sigurd hier. Das verstehe ich. Wenn du ihn wiederfindest, komm zu mir. Wir feiern und singen und wärmen uns an Met und Freundschaft. So sei es. Hier sollte ich vorsichtig sein. Gut, Freunde. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.